Ja, liebe Mitglieder des Fördervereins Merode, liebe Follower auf YouTube, heute sehen wir uns einen ganz bestimmten Ort, den ich sehr gerne habe, wo wir eine tolle Aussicht haben. Kommt mit! Ja, so die Hälfte haben wir jetzt schon geschafft. Jetzt kommt das Sportliche. 20, 30 Meter Turm hochklettern. Kommt mit. Ja, jetzt sind wir hier 50 Meter oben auf dem Turm, auf dem großen Turm, dem Kapellenturm. Ich denke, ich habe das Richtige versprochen. Tolle Aussicht hat man hier. Und besonders heute ist es nochmal ganz wichtig, daran zu denken, warum brauchten wir so einen Turm? Der Turm war natürlich, um rechts und links zu schauen, zu beobachten, was gibt es. Und später war das der Aussichtsturm, um zu schauen, ob es im Wald brennt oder nicht bei trockenem Sommer. Ganz besonders heute mit der Tätigkeit, wo wir sehen, dass in Gummersbach, dass in Holland, dass im Teutoburger Wald jetzt auch Brandstiftung war, ist es ganz wichtig, dass man ab und zu hier oben schauen kann und auch sehen kann, wie sich der Wald entwickelt. Wir können gleich nochmal drauf zoomen. Leider sieht man ja auch, wie stark der Wald leidet unter der Trockenheit, wie viele Bäume verschwunden sind. Wer den Wald hier kennt, der wird bemerken, dass es eigentlich normalerweise viel dichter gewesen ist, das letzte Jahr oder vor zwei Jahren. Nach dem Krieg wurde der Turm als Brandwache genutzt und deswegen wurde hier in dem Turm ein Telefon eingebaut, das heutzutage leider nur noch von den Tauben genutzt wird. Und natürlich hat man von hier eine exzellente Sicht auf das Dach. Wie immer ist das ja ein Schwachpunkt eines Gebäudes und muss ständig überprüft werden. Deswegen nicht nur sportlich ist es interessant, hier hochzukommen, sondern auch ab und zu, um das Dach anzuschauen. Und wir sehen hier bei dem Markisenturm, da fehlt ja noch der Teil. Wir hoffen, dass wir ja bald mit der Baumaßnahme anfangen können, dass auch der Sturm hier die Dachgaube weggenommen hat. Wenn man gut darauf achtet, sieht man doch das Loch. Das haben wir auch im Wasser wiedergefunden. Wir müssen nur jetzt schauen, wie wir diese Dachgaube wieder reparieren. Wir haben jetzt notdürftig unten ein Plastikelement gespannt, damit das Wasser auch nach unten fließt. Aber da müssen wir uns auch noch mal eine Idee machen. Aber Sie sehen hier nach dem Brand die Dachflächen, die wir renoviert haben, mit der Schiefer aus der Mosel. Das ist ja was ganz Typisches hier aus der Region und aus der Region der Mosel. Wenn man das vergleicht mit Belgien oder Frankreich, werden die Schiefer ganz anders montiert. Diese Rundungen in der Schiefer gibt eben alle diese sehr schöne Form und diese, ja, eine gewisse Leichtigkeit in dem Dach. Man sieht auch die Gauben, die wir nach dem Brand also wieder aufgebaut haben, die eben während dem Krieg nicht wieder aufgebaut worden sind. Und das ist sicherlich ein Plus von unserem Dach, dass wir jetzt dort Flächen haben, die natürliches Licht haben. Ja, hier sehen wir auch den Park. Der Park ist um die 10 Hektar groß und ist im Ende des 19. Jahrhunderts gezeichnet worden von dem Architekten, der auch die königlichen Parks in Belgien gezeichnet hat. Und das ist ein typischer englischer Garten. Der ehemalige französische oder Barockgarten wurde damit entfernt. Und man sieht, was wollte man? Man wollte die verschiedenen Bäume herausholen und dass man in verschiedenen Bereichen schöne große Flächen hat und dass man eben spazieren gehen kann und einen Rundlauf machen kann. Einmal ist man in einem kleinen Waldstück, dann ist wieder eine Sicht auf das Schloss, dann geht man weiter in einem größeren Waldstück, dann entdeckt man wieder das Schloss und geht wieder in einem Waldstück. So gibt man den Eindruck, dass man eine sehr lange
Spaziergang macht und man kriegt eigentlich nicht so mit, dass man eigentlich nur im Kreis geht. Natürlich machen wir hier weiter, dass der Park immer picobello aussieht. Leider durch Corona sind unsere Events ja erstmal abgesagt und wir können kein Publikum hier in dem Park empfangen. Hoffentlich ist das nur eine Frage der Zeit, dass wir bald auch den Park wieder der Öffentlichkeit und für Events zur Verfügung stellen können. Normalerweise hätten wir dieses Wochenende unsere British Flair und hätten Gastronomie im Park, hier der kleine Tisch zum Andenken, und ich hoffe, dass wir da bald mit mehreren wieder sitzen dürfen und dort über Gott und die Welt sprechen. Ja, liebe Mitglieder des Fördervereins und lieber Follower auf YouTube, ich hoffe, unser Video hat Ihnen gefallen und wir lassen uns mal was einfallen, um noch andere Orte des Schlosses zu sehen und zu filmen, wo man sonst normalerweise nicht hingeht. Bis zum nächsten Mal.